Da kackt die Wand an. Ich kann nicht widerstehen, wenn ich ein Töpfchen oder eine Truhe oder sowas sehe, dann muss ich dahin laufen. Witzka auf die Schlange. Eine Hypnokrone. Wir müssen mal die Accessoires nochmal irgendwann angucken. Hörst du mal auf, hier 4 Treffer, das finde ich ja gar nicht mal so gut. Wieso lebt das Vieh eigentlich immer noch? Hab ich nicht Dings eingesetzt. Witzka, wahrscheinlich hast gecancelt, weil ich andere Sachen eingesetzt habe. Beziehungsweise das, ich habe nichts anderes eingesetzt, sondern ich habe das Item da geholt. Cheating-Panzer. Ja, da würde ich nochmal heilen wollen. Weil hier, soweit ich mich erinnere, waren Behemoths. Okay. Habe ich was verpasst? Irgendwas habe ich ja übersehen. Irgendwas muss ich aber gut übersehen haben. Ich weiß, das ist mega scheiße und langweilig und alles hier. Deswegen gucke ich jetzt mal in der Komplettlösung nach, was ich hier überhaupt machen soll und überhaupt. Ich verstehe den ganzen Kram hier nicht. Geh in das andere Gebiet. Okay. Ich guck mal schnell nach, wie gesagt. So, gut. Ich hab's die ganze Zeit falsch gemacht. Ich dachte, ich muss von einem Ding zum anderen laufen. Ich weiß nicht, warum da die kleinen Viecher da rumkrepeln. Wurde mir nicht gesagt in der Komplettlösung. Aber auf jeden Fall weiß ich jetzt, warte mal, hier. Wir machen es mal langsam, was ich machen muss. Die ganze Zeit musste ich das machen, aber ich habe es nicht gemacht, sondern ich habe einfach per Zufall alles weitergemacht. Nämlich, wenn man auf dieser Platte hier steht, kann man nämlich sich umgucken. Das ist eine Illusion. Woher soll ich das denn wissen? Ich meine, der sagt es zwar, und dann muss man die Illusion folgen. Und dann kriegt man den Weg weiter. Jetzt sind wir hier, jetzt müssen wir die Illusion weiterhin folgen, glaube ich. Oder? Wir hier lang? Keine Ahnung. Wo ist hier die Illusion? Da ist die Illusion. Das war alles... Boah, da, wir haben es geschafft, meine Fresse. Das war alles Zufall, wie ich das gemacht habe, Turm des Dämonischen. Wie ich das gemacht habe. Das war alles Zufall. Aber... ich wusste einfach nicht, was ich machen muss. Und ich habe es irgendwie trotzdem gemacht. Das hat mich halt verwirrt. Eine antike Schrift ist zu lesen, Inschrift lesen, Tor berühren. Nichts machen, Inschrift lesen. Sterbliche sollen erliegen, dem ihren Wahn überwesen... allein können öffnen, Überwesen allein können öffnen das Tor, das wird ins verheißte Giro vegan. Ich berühre das mal. Tor lässt sich nicht öffnen, eine besondere Kraft scheint seine Torflügel geschossen zu halten. Überwesen, was ist denn hier ein Überwesen? Ah, ich weiß, wer das machen muss. Sterbliche können das nicht. Deswegen muss da ran, glaube ich, ran. Tor berühren. Tor lässt sich nicht öffnen, eine besondere Kraft scheint seine Torflügel geschossen zu halten. Okay.
Okay. Wer ist denn hier übermächtig? Von denen hier. Oder muss ich irgendwie... Vielleicht Ash? Oder ich muss irgendwie wieder was in der Hand halten? Inschrift lesen. Sterbliche sollen erliegen dem irren Wahn überwiesen. Überwesen allein können öffnen das Tor. Das führt zu ins verheißene Giro Vegan. Nichts machen. Überwesen. Wer oder was ist ein Überwesen? Ich hätte jetzt gedacht halt, Bran. Echt, ich musste alle von den Dingern aktivieren, aber ich musste nur ein paar aktivieren und den richtigen folgen. Als Überwesen. Habe ich irgendwie ein Item, was mich zum Überwesen macht? Ausrüsten. Ash. Die hat die Schallkrause an, damit wir das wissen. Der Morgensplitter vielleicht? Dann hoch, was mache ich hier? Ausrüsten. Morgensplitter. Das andere ist gut, das haben wir nicht, ne? Die hat hier die Stahlkrause an. Vielleicht nicht das Claymore. Da ist das ja, ganz am Anfang. Schwert der Könige vielleicht. Überwesen. Was? Achso, wie kriege ich ein Überwesen hin? Die Defender ist besser. Dann... warte. Noch auf Ausrüstung. Ich wollte Kampf nicht wieder. Versuch nochmal mit Barsch, weil glaube ich auch nicht, dass das geht. Wer ist hier vielleicht, weil der war mal ein Richter. Vielleicht wird das als Überwesen bezeichnet. Nein. Ist eigentlich das Tor immer da oder ich gehe mal hier so weg? Ja, das ist immer da, okay. Ja, gucken wir uns hier mal um. Vielleicht finden wir irgendwie ein Überwesen oder so. Übrigens den ganzen Kampf da mit den komischen Biomutanten da. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Die fünf... Biotischen fünf oder so ein Käse hießen sie, glaube ich. Das werde ich rausschneiden. Also, wenn ich das rausschneide, also... Und ihr das nicht wisst, was passiert ist. In dem anderen Gebiet kamen ganz Zeit die biotischen 5 und haben mir auf die Fresse gegeben. Hier sind keine Wesen mehr, deswegen, also was. Was muss ich denn machen? Ich gucke das auch nochmal in der Komplettlösung, weil ich hier einfach die Fresse voll habe von allem. Ich bin manchmal doof. Natürlich haben wir die Überwesen. Ich bin nur nicht drauf gekommen. Bran hat, glaube ich, eins, ne? Ja, die hat nur Myth-Tags. Ich glaube, von
Oder hat Barsch überwiesen? Ja, du hast Matthäus. Ruf mal Matthäus. Die Esper sind überwiesen. Also das ist nur Kampfmusik. Für des Dämonischen. Vogel rüber. Kann ich sie angreifen? Okay, wie... Hier, macht er mal was. Typische Sonne erlegen dem ihren Laden überwiesen an. Allein können öffnen das Tor, das wird den Verheißen Hiru vegan. Aber wie lasse ich die jetzt nichts machen? Kann ich Matthäus selber steuern? Ich kann Matthäus selber steuern, das wusste ich gar nicht. Hier. Wo berühren. Hä? Schrift lesen. Die Sonne erlegen dem irren Wahn überwesen, allein können ihn öffnen das Tor, das führt das weiße Giro vegan. Ich bin ein Überwesen. Oder muss ich woanders hin? Zum Beispiel zu dieser Platte hier. Dann kann ich hier was aktivieren. Oder ist das die falsche Esper? Ich gucke nochmal in der Beschreibung, also in der Komplettlösung nach, weil irgendwie muss ich ja weiterkommen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe die falsche Esper beschworen. Du hast voll die Charaktere zu wechseln, okay. Wir entlassen. Hat Ash nicht? Ne, ich habe Ash gerade nicht im Team. Gott. Dann mache ich Beth hier weg. Hol Ash. Sag Ash. Okay, jetzt bin ich hier rufen. Die kann den nicht rufen, weil geht gerade nicht. Wahrscheinlich, weil ich gerade eine Bestie, eine Esper beschworen habe. Das werde ich rausschneiden. Ich laufe jetzt in der Gegend rum, solange bis ich Belias rufen kann. Ich weiß, dass es durch Kämpfen schneller geht, aber hier sind keine Gegner mehr. Oder weißt du was? Vielleicht kann ich da auch einen Trick machen, wenn das geht. Wo sind denn... Hier, nehmen wir das für meine heilige Perforation. Nehmen wir das. Dann hat die einen Mythworn. Und müsste eigentlich nicht voll sein. Okay, aufgeschissen. So, dann probieren wir es noch einmal. Aber diesmal mit der richtigen Esper. Ich will immer Estia sagen. Statt Esper. Wieso auch nur das mit Elias geht? Oh, wir rühren. Wahrscheinlich, weil sie nur eine Animation gemacht haben und man Belias sowieso hier hat. Ja, die haben wahrscheinlich nur eine Animation gemacht und waren zu faul für alle. Weil man kann mittlerweile mehr Esper haben, als ich habe. Habe ich in der Komplettlösung gelesen. Ich habe zwar keine Ahnung wie, aber man kann noch mehr Esper haben. Also zum jetzigen Zeitpunkt. Bitte lass mich erstmal speichern, bevor wir überhaupt was machen, weil ich habe keine Lust mehr. Ich habe so Kopfschmerzen von der Scheiße gerade. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Das antike Giro-Vegan. Hier sieht es ja interessant aus.
Ich hätte schon gerne Bock weiterzumachen, aber ich will erst wirklich, was ich gerade alles gemacht habe, schnibbeln. On the farther shores of the River of Time, shrouded deep in the roiling mist. What is it, Fran? The mist runs thick here. Like on the Leviathan? Do not worry. I will behave myself. The mist here is cooled. I sense something like the shadow here. Fenar. It appears Cid has yet to arrive. We'll lie in wait for him here. So we're not going inside? Not unless you want to end up twisted. Like the old man. Something there. Was sieht sie? Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Wo geht sie hin? She can see him. Let's follow her. Ich dachte, wir wollten nicht weitergehen. Vor allem, gib mir Speicherkristall oder ich raste aus. Ich raste aus. Ich wechsle also zumindest den Anführer. Ja, dann machen wir so weiter. Ich hoffe, da vorne wartet nur ein Speicherkristall auf mich, weil ich habe so keine Lust momentan auf weiterspielen. Außerdem, wie gesagt, ich wollte eigentlich das alles schneiden, weil ich nehme schon über 2 Stunden auf, aber ja, da ist ein Teleportkristall. Ein Teleporterkristall. Teleportkristalle sind die kleinen, die ich mittrage. Ich wollte auch schneiden, weil ich sehr viel gemacht habe. Also, wie gesagt, 2 Stunden. Aber da war so viel Krempel, was einfach nicht lustig und cool ist, was ich einfach rausschneiden kann, was irgendwie traurig ist. Ich wollte eigentlich eine richtig schöne, lange Aufnahme heute machen, aber es ging mir so auf den Sack, das Rätsel. Ich meine, es wurde nicht gesagt, dass man sich umschauen soll. Deswegen habe ich mich nicht umgeschaut. Es wurde die ganze Zeit von Illusionen gelabert, aber was für Illusionen? Vor allem, wenn du die ganze Zeit auf dem Boden starrst, weil das Ding, diese Platte, war auf dem Boden. Deswegen habe ich auf dem Boden die Kamera gehalten. Hier, so. Deswegen habe ich mich nicht umgeguckt wie so ein Vollidiot. Deswegen, was heißt Vollidiot? Wie ein normaler Mensch anscheinend. Das Rätsel hat mich aufgeregt. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer fürs Zuschauen. Alter, also Scheiße. Mann, ich heul fast. Vor Lachen, aber auch vor Verzweiflung. Das war so beschissen alles heute. Ich werde vielleicht später noch was weiterspielen. Auf jeden Fall werde ich erstmal das alles schneiden. Und dann gucke ich weiter, ob ich heute noch aufnehme. Vielleicht heute Abend oder so. Ich bedanke mich aber, wie gesagt, schon vielmals fürs Zuschauen. Und sage Tschüss, bis demnächst.